Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Das heutige Video dreht sich um Hochbeete und zwar hier um Hochbeet Nummer 3 mit dem Grünkohl. Den zeige ich euch gleich genauer. Dann dreht sich das Ganze noch ein bisschen um das Thema Kompost bzw. Hochbeet auffüllen und so ein bisschen ja, Hochbeet in Standhaltung oder Erfahrung mit den Hochbeeten hier in den letzten 3 Jahren allgemein. Und wir fangen direkt an. Ich denke, es macht Sinn, das Hochbeet zuallererst mal vom Namen zu betrachten, dass ihr mal ein bisschen einen Überblick habt. Und momentan haben wir hier den ein oder anderen schönen Feldsalat noch drin. Ja, Brennnessel kommt ab und zu hoch von den Samen. Hier stand ja eine große Pflanze, die reingefallen sind. Hier haben wir diesen persischen Ehrenpreis. Persischer, der Zusatz ist ganz wichtig, denn unter dem normalen gängigen Ehrenpreis findet man den nicht, wenn man danach sucht. Und der Grünkohl, weil es ziemlich feucht war, ja, hat hier ein bisschen welke Blätter bekommen, ein klein wenig. Ich denke, das wird jetzt alles rauswachsen. Das ist nicht der Grund, dass er rauskommt. Die Füllung ist eben klein wenig abgesunken und hier wollen wir sie ein bisschen höher haben. Dementsprechend jetzt Erntezeit. Ja, normalerweise ernte ich ja von außen nach innen ab. In dem Fall heißt es, ja, einfach Köpfe ab. So sieht die Geschichte aus. So, ich habe jetzt nochmal auch ein paar einzelne Blätter abgemacht, die jetzt übergeblieben sind. Ab und zu sind da so ja, leicht gelbliche Stellen, die zupfe ich dann einfach ab. Ja, und das sind ein paar der älteren Blätter dann auch auf jeden Fall, aber die kommen trotzdem mit. Ja, eine Tasche voll Grünkohl. Das letzte Mal waren es so 500 Gramm, da waren es aber nur die Blätter. Hier ist ja immer noch ein bisschen Stiel und Strunk dabei. Nichtsdestotrotz, ich denke, ja, bei 1,5 Kilo Grünkohl verwertbar werden wir da auf jeden Fall sicherlich liegen. Also die Tasche ist wirklich wirklich richtig proper. Wichtige Geschichte, hier bei der Tasche ist jetzt kein Plastik oder so. Klar wird jetzt dem Grünkohl für die 2 Stunden, die ich jetzt hier bin, noch nichts ausmachen, aber Baumwolltasche kann ein bisschen besser atmen. Und ja, wir gehen jetzt weiter an den Feldsalat. Den haben wir dann doch wirklich, ich bin echt erstaunt, Wildaussaat im Hochbeet in ordentlicher Größe hier. Und da zwischen dem Grünkohl, klar, hat er nicht so viel Licht abbekommen, ist er ein bisschen kleiner geblieben. Aber auch das nehmen wir natürlich mit. Wie geht es jetzt weiter? Ja, manche von den Grünkohlpflanzen hier zeigen schon deutliche Verzweigung. Das bedeutet, dass bald die Blüte ansteht. Eigentlich wollte ich keine hier stehen lassen. Also alle mehr oder weniger auch mit Wurzelballen entfernen. Ja, bei der Pflanze ist aber auch nicht wirklich viel da. Ich glaube mal, hier dürfte man die Verzweigung ganz, ganz gut erkennen. Ja, bei den anderen sind die Austriebe da schon wesentlich größer. Die 2 dürfen mal stehen bleiben. Ich zeige sie euch mal in der Detailansicht. Hier könnt ihr euch mal den Austrieb anschauen. Also, ja gut, ist jetzt schon ein bisschen martialisch abgetrennt worden. Aber ich denke, die werden in Blüte gehen. Das Pendant hier hinten ist noch nicht ganz so weit. Aber es sieht auch vielversprechend aus. Ja, mehr oder weniger eine große Handvoll Feldsalat. Mit der Qualität bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das waren jetzt auch noch die Nachzüglerpflanzen. Das Hochbeet wurde intensiver beerntet als das Freiland zum Beispiel, da sie im Freiland auch wieder eben blühen sollen und sich aushaben sollen. Und ja, der Boden hier einfach auch von Natur aus oder ja eben vom Umfeld hier geeigneter ist. Im Kraichgau wächst Feldsalat auch wild und wir haben hier den perfekten Lösboden. Aber nett auf jeden Fall, dass er nett auch trotz Grünkohl eben hochgekommen ist und wir ein bisschen was zu ernten hatten. Ja, jetzt ist es natürlich hier so eine Geschichte. Ich habe hier ein mehr oder weniger, ja,
gut durchmischtes Substrat mittlerweile oder einen gewachsenen Boden, der es sich etabliert hat, vielleicht auch von den einzelnen Schichten. Und jetzt hier einfach aufzuschütten auf die obere Schicht, wo Organismen sind, die ja eigentlich gar nicht so weit unten sein sollen, ist jetzt eine Sache. Aber ich muss dazu sagen, es ist immer noch ein Hochbeet und irgendwo gehört das hier zum Spiel dazu, da die Füllung, wenn man es so macht, wie es gemacht wird und auch mehr oder weniger Sinn macht, eben absinken wird. Da ist einfach so viel Material drin, was sich zersetzt und absinkt. Und da das hier sonst eben mit der Höhe und dem Licht ein bisschen kritischer wird, wollen wir das Ganze jetzt auffüllen. Also ab zum Kompost. So, ein Schubkarren soll reichen, weil da unten wird der Kompost, da es so viel geregnet hat, auch in letzter Zeit wirklich ein klein wenig matschig. Nichtsdestotrotz, mehr als einen Schubkarren wollte ich auch nicht reinmachen, denn überdüngen wollen wir das Ganze natürlich auch nicht. Hi. Hi. Video drehen. YouTube-Video. Echt? Ja. Ich habe da so einen mehr oder weniger kleinen Kanal, wo ich halt Gärtner. Und es geht grundsätzlich so um Gärtner, Nachhaltigkeit, Selbstversorgung. Und jetzt mache ich gerade zum Beispiel ein Video, wo es ums Hochbeet geht. Weil ich das jetzt abgeerntet habe und wieder auffülle. Und Hochbeete muss man halt irgendwann wieder auffüllen, so das kommt halt irgendwann vor und so eine Sache, wo die Leute vielleicht interessiert oder zumindest mich interessiert. Jetzt gibt es halt ein Video, ja. Ja, der Gartenkanal, falls ihr es euch anschauen wollt. Ja, alles zusammengeschrieben. Ja. Dankeschön, freut mich. Euch einen schönen Tag noch. Danke, ciao. Das schneide ich jetzt zum Beispiel, wenn es für euch okay ist, ins Video rein. Bitte? Wenn es für euch okay ist, würde ich jetzt die Unterhaltung ins Video reinschneiden. Gerne. Man wird euch nicht arg hören wahrscheinlich, aber... Ja, kein Problem. Sag Grüße von Kassab. Was soll ich sagen? Sag Grüße von Kassab. Grüße von Kassab. Ja, man sieht das Video auf jeden Fall. Okay, macht's gut. Ciao. Ja, und so schnell ist man beim Gartenkanal auf YouTube. Hol mal die Schubkarre mit dem Kompost. Ich habe eigentlich gerade die Kamera vorgebracht und wollte hier dann die Szene drehen, wie ich hierher komme. Ja, mach mal. Hallo. Hallo. Gut, schönen Tag noch. Danke. Bevor wir mit dem Kompost weitermachen, nochmal Grüße an die beiden. Ich finde es echt immer cool, wenn Leute, ja, die so eher in meinem Alter sind, sich für das Thema interessieren oder das eben cool finden. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen. Weiter geht's. Es gäbe jetzt die Überlegung, dass wir die obere Schicht, die ersten 2-3 cm ein bisschen lösen, auf die Seite machen, wieder dann später oben auch verteilen. Aber ich denke, das ist nicht zielführend. Dementsprechend ist die Devise rein damit. So, ich habe jetzt noch zusätzlich zum Kompost ein klein wenig der Erde vom Teich ausheben und der Maulwurfserde reingemacht. Ist eine Erde, die von sehr weit unten kommt, relativ samenfrei.
Hat gewisse Vorteile, aber auch ein bisschen nährstoffarm. Macht sich aber nicht schlecht mit dem Kompost. Und das Ganze soll ein bisschen so einen Wasserspeichereffekt haben, da die Erde im Hochbeet, wenn es eben hauptsächlich Pflanzerde und Kompost oder Pferdemist ist, sehr schnell austrocknen kann. So, was soll man jetzt sagen? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu esoterisch oder spinnerhaft rüber, aber ab und zu mal Erde zu streicheln oder hier zwischen den Fingern zu zerreiben, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Echt eine schöne Sache. Ja, allerdings sehen die Hände danach so aus, mehr oder weniger. Das Hochbeet ist dafür aufgefüllt. Da wir nochmal Regen bekommen sollen, wird erstmal hier nicht angegossen. Das Ganze wird sicherlich auch hier nochmal ein bisschen absinken. Ein paar Stückchen von der Pflanzerde hier aufquellen. Die hier machen wir direkt mal ab, dann kann er sich auch wirklich auf seine Seitentriebe konzentrieren. Nichtsdestotrotz, Opa wird sagen, natürlich wieder eine Spielerei. Und ich hatte ja auch mal den Grünkohl ostfriesische Palme. Der hat mir wesentlich besser gefallen, eben auch wegen dem ja, prägnanten, sehr hohen Wachstum, kann wohl bis zu 1,80 Meter hoch werden. Und das hier ist eher eine Sorte, die ja, ein bisschen kleiner. Mulch für die Beete hier. Und wir schauen uns jetzt mal die Haltbarkeit der Hochbeete an. Was heißt, wir schauen uns die Haltbarkeit an? Wir schauen uns an, wie sie sich gehalten haben. Die Lasur ist überwiegend noch intakt. Ab und zu, hier sieht man es in der Bildmitte, hat sich das Ganze dann doch schon ein klein wenig verabschiedet. Ich habe einmal nochmal mit Leinöl nachgestrichen. Das werde ich auch, wenn wir jetzt eine trockenere Phase erwarten, wiederholen. Einfach um die Verwitterung hiervon noch ein bisschen rauszuzögern. Aber da brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass das Ganze hier 15 Jahre alt wird. Irgendwann wird das Holz hier dann doch verwittern und den Geist aufgeben. Die Hochbeete sind 1,20 x 1,20 und hier außen sehen wir vom Druck her, von der Füllung her, auch vom drin rumtrampeln, alles kein Problem. Hier oben sind sie mit Winkeln 4x pro Seite verschraubt, hier unten auch. Und hier innen an den Seiten, man sieht es hier vom Umriss, ist ein Kantholz. Die Hochbeete stehen jetzt 3 bis 4 Jahre. Dementsprechend kann man da von der Stabilität echt zufrieden sein bisher. Die Stabilität der Teichfolie, die wir drin haben als Einlage, in Verbindung mit diesen Heftklammern oder den Tackernadeln, wie auch immer man sie nennt, ihr seht und wisst, was gemeint ist, würde ich sagen, lässt teilweise zu wünschen übrig. Aber ist auch, wenn man hier den Schnitt sieht, schlampiger Arbeit geschuldet. Und man sieht direkt im Vergleich, wenn man ein bisschen, mehr in der Quantität arbeitet, ist weniger Zug drauf und wir haben weniger Rissstellen. Rissstellen, die wir innen haben, da bin ich selber dran schuld. Das hat eigentlich nichts mit der Spannung oder der Verarbeitung dann letztendlich hier zu tun. Im unteren Bereich vom Hochbeet nimmt es allerdings zu, wo der Strauchschnitt und Äste, Obstholzschnitt und so weiter reinkam. Besonders wenn man es reinquetscht und die manchmal überstehen, lassen sich eben kleine Löcher dann nicht vermeiden, ist aber immerhin relativ weit unten dann. Ja, wieso wollen wir nicht, dass da Löcher unten drin sind? Solche Bretter oder Sachen, vor allem wenn man sie selber auch noch einlässt, sind meistens eben behandelt und es soll, wenn möglich, nicht ins Substrat dringen. Leinöl, wie schon angesprochen, stellt da eine Alternative dar, aber ich weiß nicht, die Bretter da innen drin, die Folie drauf, ist ja immer irgendwie ein bisschen Spiel und Freiraum darunter und dann nur Leinöl zum Einlassen. Ich weiß nicht, wie da sich die Haltbarkeit so wirklich verhält, aber gerne eure Meinung allgemein auch zum Thema Hochbeet unten in den Kommentaren da lassen. Cool, machst du ein Video? Ja. Geil. YouTube oder wie? Ja, YouTube. Wie heißt? Der Gartenkanal. Geil. Schau schon mal vorbei. Hört sich gut an. Danke. Bist du schon der zweite, wo ins Video kommt dann? Ah, cool. Ja. Wird ein langes Video. Oh, langes, okay. Um was geht's denn? prinzipiell ums Hochbeet, ums Auffüllen und das jetzt ein bisschen abgeerntet habe und was jetzt eben reinkommt, weil die Füllung ein bisschen abgesunken ist. Und jetzt habe ich jetzt 2 oder 3 nette Zuschauer drin, wo drauf aufmerksam geworden sind mit dir. Ah, ja, cool. Oder bald Zuschauer, besser gesagt. Dann hast du den nächsten Abonnent, würde ich sagen. Hoffe ich doch.
Also dann noch viel Glück, gell? Ja, danke, schönen Tag noch dir. Auch. Mach's gut. Ja, das ist mein Geheimnis, wie ich hier Abonnenten mache beim Gartenkanal. Ich stelle mich in den Garten mit der Kamera und warte einfach, dass Leute vorbeilaufen und sage denen, ich habe einen YouTube-Kanal. auch Grüße an dich gerade eben. Ich sehe ja, dass ihr herguckt und dann eben so ein bisschen wegguckt, wenn ich dann hergucke und ihr halt die Kamera seht. Die eine Kamera mit dem Wimpuschel sieht auch wirklich auch ein bisschen imposant aus. Ja, lass mal drin. Geht heute alles unterhaltsam hier im Video zu. Locker das ganze Thema Hochbeete vielleicht noch mal so ein bisschen ab. Also ja, hier Mäuse, ganz wichtig beim Draht da unten. Wir sehen, es sind zwei drüber gelegt. Einer hier wirklich sehr engmaschig in der Bildmitte und einen um drüber mit so, ja, mehr oder weniger erkennbar Sechsecken. Und sogar noch mal ein zweiter davon erkenne ich gerade. Und was man da noch ganz leicht erkennt, ist, dass ich gepfuscht habe. Ich hätte von vornherein was ultra engmaschiges nehmen sollen, zur Not aus dem Internet bestellen, wenn sie im heimischen Baumarkt, Gartensender oder sonst wo Drahthändler. Guten Tag. Jetzt mal tatsächlich jemand mit dem Fahrrad vorbeigefahren, den ich kenne. Was ist heute los? Auf jeden Fall gleich was von vornherein sehr engmaschiges nehmen, wenn es das vor Ort nicht verfügbar gibt, zur Not aus dem Internet, wie ich gerade schon gesagt habe, und nicht die Mühen machen müssen, das Ganze umzukippen, die Füllung rauszunehmen, wenn dann wirklich Mäuse drin sind. Den Fall hatten wir ja. In dem Fall haben die auch oben die Zuckerwurzeln abgegessen. Das war wirklich sehr, sehr traurig für mich, weil die ja über ein Jahr gewachsen sind und es bei den Zuckerwurzeln echt gut ausgesehen hat. Seitdem aber hier keine Beschwerden mehr mit irgendwelchen Gängen. Ich glaube, ich habe auch eine Wildkameraaufnahme. Ich muss sie mal suchen. Ich weiß nicht, ob ich sie finde. Jedenfalls ist eine Maus zu sehen, die hier in das Hochbeet, Hochbeet Nummer 2, hier einfach außen hochklettert. Und das war auch keine Wühlmaus. Von den Erfahrungen her hier im Hochbeet kommt es mir so vor, wie wenn Mäuse wirklich gewisse Sachen bevorzugen, gewisse Sachen einfach ignorieren. Auf den Knoblauch hier sind sie zum Beispiel dann auch nicht gegangen. Und ich glaube auch, als sie in dem einen Hochbeet eingenistet waren, haben sie das unten mehr oder weniger als, ja, Schlafplatz oder Wohnplatz, wirklich sehr sicheren Wohnplatz genommen. Und über sehr viele Gänge hier unten an den Hochbeeten, besonders wenn man irgendwelche Latten oder Steine hinlegt, eben ja, hier draußen im Garten ihr Spiel getrieben. Was kann man dagegen unternehmen? Ich nehme dann ganz gern, ja, tatsächlich ein paar Gießkannen, kippe die hier rein und setze das Hochbeet sozusagen unter Wasser. Ich denke mir, niemand wohnt gern im Nassen. Ja, das kam jetzt 3-4 Mal vor und hat meines subjektiven Empfindens nach oder meines Erfahrungswertes nach oder meines Gefühls nach, also wie auch immer man es nennen will, es hat für mich Erfolg gebracht. Je, je, das habe ich jetzt sehr umständlich gesagt. Ich nehme jetzt den Feldsalat mal nach vorne mit und komme gleich wieder. Ich habe mir gedacht, Mensch Max, wenn du schon so ein, ich glaube, wirklich langes Video wieder machst, dann können wir das doch thematisch ein bisschen wieder aufwerten. Die Geschichte hier ein bisschen ebener machen und doch ein klein bisschen befeuchten. Das hat nämlich gewisse Vorteile. Und wenn das Ganze gleichmäßig bewässert ist, ein bisschen Radieschen aussehen, denn wir haben noch ein bisschen Radieschen Saatgut übrig. Und so, beziehungsweise wir kommen zu der Kamera, und so lassen sich die Löchchen ultra leicht machen. Sie lassen sich ultra leicht zuschieben. Und so schnell sind auch die Löcher schon gemacht und weiter geht's mit dem Saatgut. Und so schnell ist die Aussaat wieder erledigt. Meistens habe ich es diesmal hinbekommen, dass es ein Samenkorn war. Ab und zu, ja, fallen immer mal 2 oder 3 rein. Zur Not wird eben klein wenig vereinzelt. Der Abstand hat auch definitiv seinen Sinn hier bei der Geschichte. Das gilt auch für alle Balkongärtner unter meinen Zuschauern. Aber von mir ein kleiner Tipp. Das System mit Kompost oder auch Pferdemist im Hochbeet und dann eben einer anderen Auflageschicht. Also die Aufbaustruktur von einem Mini-Hochbeet könnt ihr mehr oder weniger auch in euren Blumenkästen oder Töpfen eher, soll schon eine gewisse Tiefe haben, imitieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwas in diesen Maurerkübeln anbaue, mache ich unten auch immer ein bisschen Obstholzschnitt oder wirklich feste Stücke rein. Und wir müssen das Ganze noch schnell zumachen. Die Radieschen sind jetzt so
ja, manchmal 2, in der Regel 3, manchmal 4 oder 5 cm tief hier drin. Die Aussaat vorm Artenweiße hat sich jetzt hier bei mir bewährt und heute bei 18 Grad. In den nächsten Tagen soll es auch wirklich sehr, sehr warm bleiben. Ja, kann man da definitiv starten mit der Radieschen-Aussaat. Bei einem der letzten Videos haben auch schon viele Leute kommentiert, dass sie schon bereits begonnen haben und damit Erfolg hatten. Die sind aufgegangen. Aber wenn natürlich nochmal ordentlich Frost kommt, ja, bleibt der Erfolg meistens gering. Prinzipiell könnte man den Grünkohl jetzt auch wieder irgendwo einpflanzen, denke ich. So wird es auch mehr oder weniger in der Zucht gemacht. Der kommt im Herbst aber ja weitaus liebevoller dann aus dem Boden raus, um im Frühjahr wieder eingesetzt zu werden für die Blüte. Zumindest bei vielen Kohlarten, wie es sich beim Grünkohl verhält, bin ich mir nicht sicher, ist ja auch einer der Kohlsorten, die am längsten teilweise bis in den Mai dann noch beerntbar ist. Kohlhernie oder sonstige Krankheiten hat er nicht, habe ich geschaut. Hält sich auch hier nicht, wenn die Füllung ja regelmäßig erneuert wird oder aufgefüllt wird oder auch mal getauscht wird im Hochbeet. Sonstige Krankheit auch nicht vorhanden, dementsprechend kann er auf dem Kompost. Ich sehe das ehrlich gesagt aber auch nicht so eng. Ja. Ist jetzt Klappe zu. Beim Video jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem 1, 2, 3, 4 oder jetzt auch 5 Unterbrechungen ein bisschen was mitteilen. Ja, Unterbrechung vorbei. Hat man gerade nochmal, weil zwei Damen hier mit einer Boombox runtergelaufen sind und netten amerikanischen Hip-Hop gespielt haben. Kann man halt eben nicht im Hintergrund laufen lassen, hier mit Copyright und so weiter. Ja, ich hoffe, das Video hatte trotzdem, trotz den Unterbrechungen, irgendwo einen gewissen Informationsgehalt oder dass ich euch vermitteln konnte, ja, wie ich hier beim Hochprojekt vorgehe und warum und eben was meine Erfahrungen sind. Ja, seit Sabine hat der Wind nie so wirklich aufgehört. Eigentlich momentan bringt er ja relativ warmes Wetter. Umwolkenschichten können jetzt nicht sehen, sehr viel Bewegung. Schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Solange es keinen Spätfrost gibt, bin ich, denke ich, wie die meisten Gärtner mit dem Wetter zufrieden, egal ob es kalt, warm oder ja, regnerisch ist. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Und zum Ende vom Video gibt es natürlich nochmal eine eingehende Betrachtung von dem Hochbeet. Die Speicherkarte ist auch gleich in einer Minute voll. Dementsprechend sollte ich die Aufnahme mal stoppen nach 1,5 Stunden. Ja, wo die Radieschen sind, werde ich noch kennzeichnen. Das soll es gewesen sein. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao.